EM-Qualifikationsspiel. Liechtenstein gegen Armenien. Armenien Favoritenhinspiel geht auch 1-0 Führung. Barşagahian. Tut mir leid für die Namenssprache. Ich kann die Sprache nicht. Macht 1-0 in der 19. Minute für die Armenien. Halbzeitstand. 72. Minute dann die Überraschung. Frick Ausgleich Liechtenstein. Ich freue mich für Liechtenstein. Aber man muss auch sagen, Armenien hat einfach nicht gut geschossen. Denn es gab 6 Schüsse von Liechtenstein in Richtung Tor und 17 von Armenien. Aber Liechtenstein hat nur 2 aufs Tor gebracht und Armenien nur 3. Armenien hat nur 3 Schüsse von 17 aufs Tor gebracht. Das ist katastrophal. 39% Ballbesitz für Liechtenstein, 61 für Armenien, 420 Pässe für Liechtenstein, 630 für Armenien, 80% Passgenauigkeit für Liechtenstein, 86 für Armenien, 11 Fouls mit 2 gelben Karten für Liechtenstein und 12 Fouls mit 3 gelben Karten für Armenien. In der Tabelle sieht es jetzt so aus: Armenien ist dritter Platz nach 7 Spielen mit 10 Punkten und Liechtenstein ist letzter mit 6 Spielen und 2 Punkten. Armenien hat gute Chancen, noch weiterzukommen. Finnland nur 2 Punkte voraus auf Platz 2. Es ist ein Dreikampf um Platz 2. Finnland, Armenien und Bosnien. Glückwunsch an die Armenier, die einen Sieg trotzdem gebraucht hätten. Liechtenstein stark gekämpft, Punkt geholt.